Willkommen zurück bei Let's Play Dead Islands 2. Dr. Q und Igor haben nichts zu tun, du wirst doch zu tun. Kunden wir mit den zwei in die Gegend. Vielleicht finden wir ja Skywire irgendwo. Nein. Wie Sie wünschen. Ja, da lang, da und dann da. Wie Sie wünschen. Hier sieht's auch aus wie eine Häuser. Jo, hier ist was. Guck mal, was wir umsehen. Dann könnte ich eigentlich mit Peter mal die Stadt auch durchsuchen. Alles klar. Schauen wir uns mal um. So ein Dreck. Das ist ja allerliebst. Hier drüber war ich ja schon, ne? Schon. Stimmt, wenn ich jetzt so eine Tür nicht aufkriege, kann ich einfach durchs Fenster steigen. Alles klar. Ach, das Fenster ist zu, deswegen ist so ein Glas drin, deswegen geht er nicht. Kann ich aufschießen. Ha! Ah, nice. Fenster aufschießen und dann kann man durchsteigen. Ich will wirklich sehen, ob der Kühlschrank auf oder zu ist. Da ist er zu. Auf. Da ist nichts. Okay. Da ist nichts. So, die Tür auf. Ich will Bonbons. Oh. Ja, kleines Kind erschießen, auf jeden Fall. Wieso kann ich nicht mehr in die Position mit dem tauschen? Nachladen. Geht langsam ein bisschen Munition aus. Ah, cool. Da zeigt er es hier bei den Werten. Wie viele die schon gestiegen sind oder wie viele die quasi noch brauchen, bis die in den nächsten Level kommen. Beta-Grip bei der Fangstufe 3. Dressage-Shirt habe ich schon hier ein bisschen. Technik hatte ich ein bisschen. Cool. Das ist cool. Aber wie komme ich jetzt an die Kiste da hinten ran mit dem Kind? Sonst hat man immer hier so ein, bei den Zivilisten so eine Fähigkeit, Platz tauschen mit dem. Aber das gibt's anscheinend nicht mehr. Mit meiner Mami. Oh. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Okay. Noch ein Kind. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Auch nichts. Da ist nichts. Gummiband. Ich hab's. Moment. Da gehe ich mal hier auf den Boden.
Alles klar. Da ist nix. Hä, das war schon auf, okay. Da ist nix. Da ist nix. Das war nix. Ist ein fetter Typ. Okay. Alles klar. Kühlschrank. Da ist nix. Da ist nix. Okay. Oh. Man kann nicht mit Polizisten mit Zivilisten tauschen. Voll scheiße. Da ist nix. Voll die Toilette hier. Da ist nix. Nirgendwo ist was. Ne? Okay. Nirgendwo gibt's auch irgendwas. Außer irgendein Pater oder Geld. Aber das will ich nicht nehmen. Ne? Ich will nicht, dass der feindlich wird. Also. Ah, hier kommt drin sein. Das ist ja allerliebst. Ich kann es aufmachen. Kaugummi, wie schon mit. Ich hab's. Aha. Ja. Da ist nix. Okay. Okay. Nur geschlossen, okay. Ich muss meine Minute verschnaufen. Ich bin kaum im Boden. Die schicke ich mal wieder zurück. Genau. Komm mal wieder zurück. Ich lasse Dr. Q, lasse ich Miliz ausbilden. An Igor und Beta ziehen los und erkunden die Gegend, weil Beta kann nämlich Türen öffnen. Die ist für mich. Ja, ich habe erreicht. Gut. Dr. Q. Ah ja, ich mach ich mit Sektor. Dr. Q. Geh bitte nach hier. Training, Miliz. Da, da. Igor, kann man stehen? Nein. Dienst, Trupp 2. Okay. Nein, noch nicht du. Da, Igor, da. Kann hier kommen. Ja. Das ist ein Kühlschrank. Da ist nix. Da ist nix. Alles klar. Da ist nix. Okay, das müsste ich eigentlich. Drei Sekunden haben. Ich könnte jetzt hier noch die Sachen hier hinten rausholen. Alles klar. Am Boden legen. Die Zerfeile und den Sandkasten. Oh, ich habe einen EH-Kasten. Er ist schon wieder abgeschlossen. Das ist ja allerliebst. Die Türen schließen nicht von selbst wieder ab. Oh ne, das ist ein Typ. Oh, wenn ich jetzt die Sachen nehme, dann... Ne, das ist mir zu gefährlich. Da, da. Ja, gut. Ja, alles klar. So, jetzt könnte er auf Erkundungstür gehen. Einmal hier.
da. Ja, oder. Einmal nach hier. Ja! Vielleicht ist Skyroller schon da, dann hol ich mir rein. Direkt. Also, was haben Sie mit mir vor, nun wo ich hier bin? Ja, lass mal gucken, was da so ist in dem Sektor. Ja, da. Alles klar. Ich sehe nichts. Das sieht so aus, als wäre der Sektor darunter. Jetzt gibt es da Häuser oder so. Aber bevor ich da hinkomme, ist schon wieder Tag. Ey, cool, es wird sogar hier angezeigt, wie weit die fortgeschritten sind. Ey, voll geil. Noch da. Ich lerne schnell. Es gibt da kein... Scheiße. Erstmal die E-Mail checken. Ah, Spectral bieten wir schon dort an. Sind wesentlich günstigere Söldner, aber die haben echt nichts drauf. Hallo? Hallo? Funktioniert das Teil? Verflixt, welcher Knopf war das nochmal? Bitte haben Sie etwas Geduld. Ich hab's gleich. Okay, jetzt. Hallo? Ah, jetzt funktioniert's. Bitte entschuldigen Sie. Bei uns wird gerade eine neue Anlage installiert und ich versuche im Moment noch, mich mit den verschiedenen Funktionen vertraut zu machen. Haben Sie Schwierigkeiten, uns zu finden? Sie müssen wissen, wir sind noch eine recht neue Organisation und allen Anstrengungen zum Trotz sind Sie unser erster Kunde. Ich muss schon sagen, das ist ein freudiges Ereignis. Mir ist bewusst, dass gewisse Gerüchte über uns im Umlauf sind, aber ich möchte Sie bitten, nichts darum zu geben. Schließlich sind mein Partner Biff Abscott und ich ebenfalls hochdekorierte ehemalige AIM-Mitglieder. MIRC ist unser erster Versuch, den Markt etwas zu öffnen, indem wir vergleichbare Qualität, besseren Service und geeignete Kandidaten anbieten. Sie wollen doch sicher wissen, warum MIRC besser ist als EIM. Ich habe, wo ist denn nun? Ach hier, eine kleine Liste vorbereitet. Erstens verlangen wir im Gegensatz zu anderen Organisationen kein Geld im Voraus. Sie zahlen Gegenrechnung. Und zweitens machen wir die besseren Preise. Drittens haben wir eine große Anzahl von Fachkräften. Wenn das Geschäft erstmal besser läuft, gedenke ich, das Angebot zu erweitern, sodass Ihnen mehr Söldner zur Verfügung stehen. Außerdem will ich unsere Website updaten. Nebenbei bemerkt, die Website wurde mit der heißen Nadel gestrickt und Biff ist mit der Maus nicht gar so gut wie mit dem Gewehr. Wie auch immer, lassen Sie sich nicht davon beeinflussen. Wir erfüllen alle Ihre Wünsche. Wären Sie denn eventuell daran interessiert, ein Konto zu eröffnen? Biff hat, glaube ich, diese Funktion eingearbeitet. Ja. Im Namen von MIRC danke ich Ihnen für die Eröffnung des Kontos. Das ist ziemlich wichtig für uns und ich würde Sie bitten, uns in unserem Bestreben, Service und Angebot zu verbessern, weiter zu unterstützen. Ja, die sind halt ziemlich günstig, 200 Dollar pro Tag. Und man sieht, Treffsicherheit 57. Der Typ hat nichts drauf. Echt, fast nichts. Weisheit hat der 58, das heißt, der lernt noch nur sehr, sehr langsam. Und das gilt für alle Typen, die haben. Super schlechte Treffsicherheit, super schlechte Weisheit. Flo ist eigentlich relativ gut. Die hat zwar ultra schlechte Treffsicherheit, aber die hat ziemlich hohe Weisheit. Die lernt ziemlich schnell, glaube ich. Ich glaube, Flo nehme ich. Die sind auch richtig lustig mit ihren Kommentaren und so. Biff wäre sicherlich erfreut, Flo nach Aholco begleiten zu dürfen. Ich bin sehr froh über unseren Geschäftsabschluss und versichere Ihnen, dass Ihnen die Söldner umgehend zur Verfügung stehen. Ich habe kein Interesse an Biff. Oh, die sind noch Ausbilderin. Thank you.
Jetzt ist gleich fertig. So, das war mein Problem hier. Ich habe hier ganz viele Gegner. Wir sind noch zu zweit. Nur Waffen mit kurzer Reichweite. Jetzt dürfen wir zurück. Oh. Oh, cool. Neue Anzeige Tagesausgaben. Nice. Also, was haben... Gut, jetzt konnte ich in den Sektor gehen, das ist ja leer. Alles klar. Ich habe nötige Anweisungen. Die haben 3 Milizen fertiggestellt. Stopp. Nein. 3 Milizen. Für 57 Dollar. Wollt ihr mich verarschen heute? Die sieht man noch nicht mal auf der Minimap. Craig denn hier irgendwo. Ach, es ist wahrscheinlich so, dass man die nur sieht, wenn man. Wenn Söldner die sieht. Ja. Ja, früher konnte man die immer sehen. In der nicht gemoldeten Version. Super, ich habe 3 Milizen. Yay! Yeah. Wie Sie wünschen. Alles klar. Ira, guck, dass du ganz schnell genug Führungsqualität hast, weil ich glaube, wenn du die Seite ausbildest, ist da mehr. Oh, der wird teuer mit der Milizausbildung. Also, was haben Sie mit mir vor, nun wo ich hier bin? In den Sektor gehen. Ja, gucken, was es hier so gibt. Ah, jetzt geht's besser. Im Scrollen. Okay. Heu. Stroh. Alles klar. Ich brauch dringend bessere Waffen. Waffen, mit denen man auch auf Entfernung ein bisschen übertreffen kann, damit ich auch die Leute am Tag irgendwie angreifen kann. Waffen mit hoher Reichweite brauche ich. Da. So viel Schrott, der nur auf kurze Reichweite ist. Da ist nix. Ich hab's. 50 Dollar, cool. So ein Dreck. Das ist ja allerliebst. Medizin. Okay. Ja, da. Jetzt könnte ich mal den Test machen. Jetzt nach da oben gehen.
Okay. Ich bin zum Umfallen müde. Ich brauche eine Mütze Schlaf. Ja, ich habe erreicht. Da gibt's aber nichts mehr. Ne, hier ist nichts. Ja, da. Okay. Sieht hier unten so aus, als würden die gleich den Sektor angreifen. Mein Minensektor. Oh, ein Sturm hat gestartet. Oh. Dicker Sturm. Es gibt da keinen größeren Also, was haben Sie mit mir vor, nun wo ich hier bin? Ja, da. Das ist ein Reifen. Ja, gut. Nein.